Hallo liebe Raupen, na, ich freue mich, dass ihr wieder da seid und ich möchte mit euch heute ein neues Bastelangebot machen, beziehungsweise ein kleines Kunstprojekt. Und zwar möchte ich mit euch Fädenbilder machen. Und Fädenbilder klingt ein bisschen komisch, aber kann ziemlich lustig werden und auch ziemlich cool aussehen am Ende. Was ihr dafür braucht, ihr braucht etwas Papier, ihr braucht eine Palette mit Farben, welche Farbe auch immer ihr möchtet, und ihr braucht die Fäden. Und ich zeige euch jetzt, wie man ein cooles Fadenbild macht und dann probiert euch einfach aus. Und ich würde mich freuen, wenn ich von euch nachher auch ganz viele coole Bilder sehen könnte. Dann viel Spaß und bis nachher. Ciao! Okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem ersten Schritt. Als erstes nehmt ihr euren Faden, Wolle oder Strick oder was auch immer ihr zur Verfügung habt und packt ihn in die Farbe eurer Wahl. Ich fange an mit Schwarz. Benutzt ruhig eure Hände, das ist völlig in Ordnung. Dafür ist es da. Seid halt nur sicher, dass ihr ein Tuch oder ein Lappen oder ähnliches bei euch habt, um euch nachher auch vernünftig die Hände sauber zu machen. Okay? Gut, dann, nachdem ihr die Farbe eingetunkt habt, in den Faden abziehen. Okay, und jetzt müsstet ihr einen langen Faden haben mit viel Farbe. Und diesen legt ihr einfach nur in einem Muster, wie ihr möchtet, ja, auf euer Blatt. So, dann nehmt ihr einen anderen Faden und macht auch den in eine Farbe, die ihr euch ausgesucht habt. Ja, so. Fertig seid, dann auch einfach wieder auf das Blatt legen und euch eine Form drehen, wie ihr möchtet. Okay, wenn ihr soweit seid, dann kommen wir zu dem schwierigen Teil. Das Blatt zumachen und dann einmal die Farbe andrücken. Okay, und jetzt könnt ihr euch Hilfe holen von Mama oder Papa oder Auntie und lasst euch das Blatt festhalten, richtig festhalten. Und zieht ganz stark an einem der Stricke, Nummer 1. Und dann, wenn ihr damit fertig seid, wieder festhalten und Strick Nummer 2. Und wenn wir alles fertig haben, dann schauen wir mal, was auf dem Bild geworden ist. Schaut mal, eine Pflanze. Okay. Okay, meine Lieben, jetzt wisst ihr, wie es funktioniert. Ich zeige euch nochmal das erste Ergebnis. Und ich bin mir sicher, ihr könnt auch wunderbare und tolle Bilder machen. Dann viel Spaß jetzt und ja, viel Spaß beim Machen. Tschüss!